hier seht ihr ganz viele Bauboxen oder wie sowas heißt. Oder wie die Weiners gesagt hat, das sind die neuen Eigentumswohnungen. Was hat sie gesagt? Das sind neue Eigentumswohnungen, hast du gesagt. Ja, die Metalldinger. Die Metalldinger, die Bauboxen. Sozialer Wohnungsbau. Ja. Und wir laufen jetzt zum Leipziger Platz. Guten Morgen. Ist auch ein Wahnsinn. Maybe not. Oh, der hat uns aber gehasst gerade, oder? Bitte? Bitte? Warum? Warum denn? Oder Polizei rufen? Du kannst auch selber gehen, ich mag dich offensichtlich auch nicht. Warum bist du so böse? Warum bist du so böse? Weil das ist so meine Art, ich bin so ein Mensch. Die haben deine Eltern aber schlechte Arbeit geleistet, muss ich sagen. Oh, ey. Ach Gott, lass den kleinen Mann in Ruhe, fahr im Haus. Wenn der außer Aggression nichts kann, dann bist du echt traurig, vor allem in deinem Kopf. Aber alles Gute und ein schönes Leben, mein Hase. Tua. Was hat der gesagt? Verpiss dich, du Hure, hat er, glaube ich, gesagt. Nee, Hure hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er bricht mir gleich die Nase, wenn ich in 3 Sekunden nicht weg bin. Ach so. Ich verstehe sowas nicht. Wie, naja. Damit muss man immer leben als Transvestit. Blanker Hass. Also, das ist der Leipziger Platz. Ich zeige euch den mal. Der ist auch wahnsinnig süß gestaltet. Vor der Wende war der komplett leer und das haben sie jetzt irgendwie dann in den letzten Jahrzehnten wieder aufgebaut. Ist gar nicht mal so schön geworden. Wie eigentlich alles hier am Potsdamer Platz. Und die Weinhaus, die muss aufs Klo. Von daher ist sie jetzt gerade schon sehr schnell unterwegs. Ne, Weinhaus? Du musst aufs Klo. Ich muss sehr pullern. Musst du groß oder klein? Ich muss nur pullern. Wollen wir noch mal ganz kurz auf den Übergriff von gerade zu sprechen kommen? Ja, gerne. Also wenn man solche Leute dann wirklich konfrontiert, warum sie so aggressiv sind, wissen sie es nicht mal. Was ein Zeichen dafür ist, dass er von der Gesellschaft oder von der Sozialisation, in der er so groß geworden ist, völlig verhunzt wurde. Weil der Hass Transen weiß aber nicht mal warum. Da ist die Mall of Berlin. Wahnsinnig tolle Mall. Mit sehr exklusiven Geschäften, zum Beispiel Bershka, H&M. Reiner, sag mal deine Maske. Guck mal, süß schon. Ich bin betroffene Maskenträgerin. Ja, das nervt ja. Masken sind wunderbar und wichtig, aber wenn man in Drag ist, sind Masken scheiße, weil das halbe Gesicht immer in den Masken drinnen klebt irgendwann. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise. Don't. Alles ausverkauft. Alles ausverkauft. Ja. Es ist ja wirklich, also ich muss wirklich sagen, also so ein Einkaufszentrum ist wirklich sehr gruselig, wenn keine Läden geöffnet haben. Ach so, können wir nach Rapshonig gucken? Ja. Im Reformhaus? Ja. Ja, gut. Naturarznei. Sagen Sie, haben Sie Rapshonig? Was? Wieso denn nicht? Oh Mann, oh. Ich hab so sehr da mal, danke schön. Ja, klar, gerne. Danke schön. Also guck mal, Jessica, wir haben Acacia. Lavendel. Ja. Lavendel. Pomeranzenblüte. Edelkastanie. Europäischer Wald. Mal gucken, ob da chinesischer Honig drin ist im europäischen Wald. Ja, gerne. Ja, Mischung aus Honig von EU-Ländern raus. Ja, aber EU-Länder ist ja nicht China. Ja, eben. Deswegen darf es ja europäischer Honig sein. Ich dachte, die verarschen sich vielleicht selber. Also. Dann Wildblütenhonig, Berghonig. Na gut, und dann gehen wir wieder. Apple Falls Melasse. Na gut. Gehen wir wieder. Kein Rapshonig. Manu. Erstmal aufs Türchen. Wo ist denn das Türchen? Don't cry. Guten Morgen. Oh, ich sehe wirklich sehr wild heute aus. Versapscht. Ich bin so am Sapschen dran, Joris. Eine Sapschkuh. Mach mal. Ach so. Ja. Wenn du jetzt wieder einen Furz reinschneidest, ne? Fahr doch noch, ich bin doch noch gar nicht nackt.
Hör doch auf. Du kannst auch pupen, wenn du eine Hose an hast. Ja, aber in der Regel habe ich doch im Fummel immer die Furzstoßdämpfer an, wenn man sie mitkriegt. Ach so. Wie lange dauert das jetzt, bis du... Ja, ein bisschen länger. Ich bin ja schon eine ältere Frau. Ja, nicht drüber föhnen, ja? Ach so. Also so darf ich nicht machen. Da auf! Du bist aber ganz schön am Strullern. Ich sag dir, ich muss pullern. Meine Güte. Wie eine Hengststute. Aber da ist ja ordentlich Druck auf der Pipeline, doch. Ja. Können wir mal nochmal nachspritzen? Nee. Nee? Hast du abgeschüttelt? Ja, und prophylaktisch lege ich immer noch ein bisschen Aglova in den Schlüpfer. Ach so. Weil der letzte Tropfen geht er immer daneben. Ja, sehr geil. Siehst du das auch im Spiegel? Ja, der Arsch ist geil, Weinhaus, ja. Das nervt schon wieder. Ja, der Arsch ist geil, Weinhaus. Ja, der ist geil, der Arsch, meine Güte. Schon wieder, das halbe Gesicht ist schon wieder ab. Ja? Ach so. Ach so. Ich zeig euch mal, wie die Maske von innen aussieht. Bist du auch Maskenträgerin? So. Klausi hat das auch. Kunst kostet Kraft und Haarspray. Und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. So, Weihnacht, der super Rapshonig. Das auch gleich. Hier gibt es alkoholfreies Bier in kalt. Aber da gibt es Honig. Alkoholfreies Bier in kalt. Ich habe den Rapshonig entdeckt. Rapshonig? Ja. Ach. Und weißt du, was da drauf ist? Nee. Ein Ottifant? Das heißt, Otto Walkes baut Bienen an. Das finde der ist jetzt Bienenbäuerin. Wirklich sehr interessant. Aber sonst, es gibt so viele verschiedene Honigsorten, aber nur eine Rapshonigsorte. Ja. Rapshonig scheint was sehr Exklusives zu sein. Flotte Bienenhonig. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Honige von. Ja, ja, ja. Ach, hier. Honigprinz. Raps. Gut. Hier war auch noch mit. 100% deutscher Honig. So. Gut. Rapshonig. Raps zur Katze, oder? 1, 2, 3. Rapshonig. Ich habe noch eine Tüte Chips eingelegt. Na gut. Vitamin D, Vitamin D. Ich kann im Gesicht natürlich kein Vitamin D aufnehmen, weil das ist alles zugekleistert. Aber auf den Händen, dachte ich mir jetzt so. Weihnachts, ne? Vitamin D. Wir haben jetzt 3 verschiedene Sorten Rapshonig gekauft, richtig? Mhm. Bin sehr gespannt. Wir gehen jetzt gleich nach Hause und dann werden wir die verköstigen, testen. Weil wir werden jetzt nämlich auch Rapshonig-Influencerinnen und Rapshonig-Sommelieusen. Ja. Ja? Weil du redest gerade nicht gerne, ne? Was ist denn los? Ich hab so einen Snackhunger. Hast einen Snackhunger. Hat mir Spaß gemacht heute mit dir, Weinhaus. Ja, war süß. War süß, oder? Ich würde sagen, sehr verehrte Damen und Herren, Uniklusivgeschlechter, süße Mäuse, Marmeladenmäuse und Snackmäuse. Und Honigmäuse, Rapshonigmäuse. Ja. Das war die aktuelle Ausgabe von... Draußen mit Frau Manehem. Draußen mit Schuss. Also, wir waren draußen. Wir danken Ihnen erneut dafür, dass Sie sich erneut dafür aufgeopfert haben, mit uns zu erleben, wie wir Rapshonig erleben. Wir sind jetzt zu Hause. Bei Klausi und mir zu Hause. Da hinten ist der Klaus. Da ist die Weihnachts-, die macht wieder Stories. Wir sind nämlich jetzt zu Hause und verköstigen jetzt für euch Rapshonig. Und wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann dürft ihr bald einmal in dieses Internet, in jedes Internet in eurer Nähe reingucken. Nicht, Jessica? 1, 2, 3. Rapshonig! Sag mal, warum liegen hier eigentlich Zwiebeln im Weinhaus? Man kann Zwiebeln kleinschneiden in der Pfanne sehr gerne mit Rapshonig andünsten. Och. Also glasieren, glasen oder leicht karamellisieren. Karamellisieren. Genau. Erstmal Ding. Und das dann zum Beispiel in den Sekt gießen oder auf getoastetes Brot oben drauf. Ist sehr köstlich. Das ist der Original-Rapshonig, Ursprung allen Übels. Der ist von BioV. Ist der europäisch? Ich guck mal kurz. Mischung aus Rapshonig aus EU-Ländern, also nicht aus China. Also wir sind ja auch Rapshonig-Sommeliere-Retten, Sommelierösen. Mmh.
Also ich finde den wahnsinnig lecker. Müssen wir schon wieder ausspucken? Also ich finde eine ganz zarte Honignote. Sehr schmelzig auch. Und im Abgang doch recht hühniglich. Den Runterschluck muss ich nochmal machen. Es hat, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man so Honigbohne schluckt, das kratzt immer so ein bisschen. Ja, das kratzt am Hals. So, dann haben wir jetzt hier den Otifanten-Raps-Honig. Der war von Revanche, glaube ich, oder? Vielleicht brauchen wir jetzt neue Teelöffel, damit wir nicht mit unseren angesapschten... Also, ich glaube, der ist sehr ähnlich. Oh. Also, er ist auf jeden Fall schon mal fester. Ja, stimmt. Und der Abgang ist bestimmt wieder kratzig. Nee, da finde ich den nicht besser als den anderen, wenn ich ehrlich bin. Aber es schmeckt eigentlich genauso. Ich finde, der schmeckt ja ein bisschen sanfter. Hör mal. Ich mache Stillspucken. Dann kommen wir jetzt zum Honigprinz Raps. 100% deutscher Honig. Das ist doch schon wieder Sexismus. Das ist Heterosexismus. Warum heißt es nicht Raps Honig Prinz Stern Essen? Familienunternehmen Honigprinz GmbH aus Rostock. Bruce Duke. Der ist viel würziger. Schaut mal auf die Konsistenz. Der ist sehr hell auch. Sieht ein bisschen aus wie Sperma. Also, oh, der ist aber richtig. Also, ne, da hast du die Substanz, ne? Das ist Substanz. Oh ja, aber der ist ganz anders von der. Aber sehr sanft. Sehr sanft. Ein bisschen süßer, ne? Sehr süß. Aber schmeckt gut. Prinzenwichse ist halt süß, ne? Mhm. Ja. Ich weiß, ich glaube, der Otifantenhonig schmeckt mir gerade besser. Ja. Boah, sieht das nicht süß. So, und dann haben wir jetzt hier noch den vierten Rapshonig. Das ist der Imkerhonig Raps und Frühlingsblüte aus der Bienenwirtschaft Meißen. Also kein reiner Rapshonig, weil da ist nämlich auch Frühlingsblüte mit drin. Mischung aus Honig aus EU-Ländern. Oh ja, der riecht auch schon mal ganz anders. Ja, wie Honig, ne? Riecht wie Honig, das stimmt, ja. Sehr kristallig. Sieht fast aus wie ein Diamantarmband. Der ist sehr grieselig. Wie Grießpudding. Schmeckt nach Grießpudding. Das der schmeckt mir aber nicht gut. Nee. Mir schmeckt der sehr gut. Ich glaube, meine Favoritin ist der Prinzessinnenhonig. Rapshonig! So, das war unser schöner Tag am Potsdamer Platz bei der Berlinale und auch beim Rapshonig-Einkauf und bei der Verköstigung von Rapshonig. Denkt immer dran, bleibt rapsig, bleibt honiglich, bleibt uns treu, abonniert uns auf Faxabruf und bei StudiVZ. Brieftaube. Und per Brieftaube. Oder Goldene Bulle. Und es war schön mit euch. Bis ganz bald, ihr süßen Mäuse. Beide! Reicht jetzt auch, komm, reicht jetzt auch. Können wir jetzt mal Burger King bestellen? Ja. Sharing is caring.